Wer die Börse schon immer mal logisch erklären wollte, der war heute völlig verkehrt, glaube ich. Es gibt eine riesen Rohölschwemme und die Märkte sagten einfach, na und. Willkommen zu dieser späten Stunde. Wie versprochen, nochmal ein Überblick über den Nachmittag und den Abend. Und natürlich müssen wir den Headliner wählen. Rohöl, 10 Millionen Barrel haben die Erdöllager dazu bekommen. Wir haben also eine regelrechte Ölschwemme gesehen, nur keiner braucht das Öl so richtig. Hat die Märkte aber heute eher nicht bewegt. Der Ölpreis ist trotzdem erstaunlich stabil geblieben und das zeigt vor allem eins. Die Märkte kennen schon wieder nur noch ein Thema, billiges Notenbankgeld, wenn das mal gut geht. Das haben sich allerdings dann am Nachmittag auch wieder der eine oder andere schon mal gefragt, denn so zügellos wie gestern sind die Märkte dann heute nicht mehr weiter gestiegen. Es gab dann heute doch ein paar Bremsspuren. Schauen wir uns das Ganze einfach mal schnell an. Zuerst natürlich den Ölpreis und da sehen wir, dass der Ölpreis heute Nachmittag schon wieder auf einem guten Weg war. Wir waren sogar schon über dem Top hier bei 34,80, mussten dann ein Stückchen zurückweichen, aber nicht wirklich stark. Wir sind dann, wir haben die Unterstützung bei 34,30 schon gehalten. Es gab also keinen wirklich gravierenden Rücksetzer. Als der, es war ein bisschen anders heute Mittag herum, als die ATP-Daten kamen. Da sind wir mal kurz abgestürzt auf 33,50. Aber insgesamt war das alles nicht wirklich dramatisch fürs Öl. Sehen wir hier in dem 4-Stunden-Chart nochmal. Wir haben so eine Art Doppeltop gehabt und jetzt müssen wir aufpassen, dass wir keinen Dreifachtop bekommen. Bei 34,80, 35 kommen wir da drüber, dann bleibt der Aufwärtstrendkanal weiterhin intakt und wir haben tatsächlich weiterhin die Chance 38,30 zu erreichen, egal was da im Öl so wird. Wladimir Putin hat heute erklärt, dass die russischen Öllieferanten oder die russischen Ölförderer die Produktion auf dem Januarniveau eingefroren haben, einseitig. Ob das jetzt den Ölmarkt wirklich entspannt, das sei mal dahingestellt. Ich glaube ja eher nicht. Schauen wir aufs Beigebuch, das ist heute Abend veröffentlicht worden und das hat durchaus positive Zeichen gegeben. Also die US-Konjunktur legt weiter zu, die wirtschaftliche Aktivität legt zu, heißt das dann im Beigebuch. Der Konsum wird immer besser und auch die Arbeitsmarktbedingungen haben sich weiter verbessert, haben die Notenbanker der 12 Fed-Distrikte festgestellt. Ein starker Dollar belastet allerdings die Exporte und das ist eben der Wermutstropfen. Auch das hat die Marktteilnehmer nicht wirklich interessiert heute. Der Dow Jones hat heute ein bisschen korrigiert, genau wie auch andere Indizes. Das hatte ich heute früh schon mal avisiert, dass das passieren könnte. Das hier ist der 4-Stunden-Chart. Und da sehen wir, dass es dann doch eher ein bisschen seitwärts gegangen ist heute. Das ist alles nicht wirklich dramatisch gewesen. Schnell noch einen Blick auf die Daten, denn neben den Erdöllagerbeständen aus den USA gab es heute Nachmittag auch noch die ADP Non-Farm-Arbeitsplätze aus den USA. Die waren auch erstaunlich gut. 214.000 neue Stellen haben die privaten Unternehmen geschaffen. Und wenn man sich überlegt, dass die ATP-Daten gerne einen Indikator geben für die Non-Farm-Payrolls, dann könnten also auch die großen Arbeitsmarktdaten am Freitag ziemlich gut sein. Und dann wird es spannend, ob die amerikanischen Marktteilnehmer dann nicht doch ein bisschen Angst bekommen, dass die Fed sich vielleicht dann doch bestätigt fühlt und doch zeitnah die Zinsen weiter anheben könnte. Aus der Eurozone gab es nicht so gute Nachrichten. Da gingen die Märkte um da ging der Erzeugerpreisindex um 1% zurück, also noch stärker als erwartet. Damit dürfen sich zumindest mal die europäischen Händler auf weitere Geldgeschenke von der EZB schon im März wohl freuen. Auch aus Großbritannien gab es keine guten Nachrichten. Baugewerbe PMI, ja, ziemlich schwach. Hier nochmal der Stundenchart, da sehen wir das. Also es gab, wie gesagt, heute erst einmal durchaus einen freundlichen Auftakt an den Aktienmärkten, aber dann verließ die Märkte so ein bisschen der Mut. Und jetzt hier nochmal auch der 4-Stunden-Chart, dann habe ich ein bisschen ein kleines Durcheinander reingebaut. Naja, so ist das manchmal, wenn man schnell noch am Abend eine Sendung machen will. Schauen wir nochmal auf den 4-Stunden-Chart, da kann ich vielleicht noch sagen, dass also insgesamt der Ichimoku durchaus weiter freundlich aussieht und wir auch weiterhin im Aufwärtstrend sind hier im Dow Jones. Und wir müssten allerdings dann mal jetzt irgendwie über die 17.000 drüber kommen, damit es wohlig bleibt. Es ist nicht so ganz klar, ob es wirklich weitergeht. Es kann also durchaus sein, dass wir hier auch eine Top-Formation sehen, wobei es dafür zurzeit auch noch nicht so richtig den Grund gibt.
Also zurzeit haben die Bullen wohl doch noch ein bisschen den Vorteil. Überraschend auch Euro-US-Dollar heute Nachmittag ein bisschen zugelegt. Das ist jetzt fundamental auch schwer zu begründen, aber der Euro bleibt in der 1,09 und solange das der Fall ist, müssen wir davon ausgehen, dass der Abwärtstrendkanal eben weiterhin hält. Gold hat auch zugelegt, das ist interessant. Vielleicht doch ein bisschen Verunsicherung an den Märkten oder ist das eben dann doch die Reaktion darauf, dass die Marktteilnehmer nicht damit rechnen, dass demnächst irgendwo die Zinsen angehoben werden. Da könnten Sie sich, wie gesagt, auch ein bisschen irren, denn das Beigebuch zumindest liest sich für mich doch ein bisschen so, dass die Fed durchaus zufrieden ist mit der Entwicklung der Konjunktur in den USA. Auch der Yen als sicherer Hafen hat heute im Laufe des Tages deutlich zugelegt, wie wir hier sehen. Wir sind über die 114,40 nicht hinausgekommen. Die hat also wieder gehalten. Das hat sie schon mal um den 17. Februar herum gemacht. Und muss man jetzt mal schauen, ob die Wolke hält. Der Ichimoku hier, der blaue und der orangefarbene Kijun eng beieinander zeigen schön Richtung Süden. Hier könnte es also einen Bruch der Wolke geben und dann sollten wir zumindest die 112,15 wieder testen können. Also auch hier ist das ganze Bild nicht wirklich bullig zurzeit. Wir schauen nochmal schnell auf das britische Pfund, weil das so wirklich spannend ist. Also wirklich ein schlechter Gewerbe PMI heute. Und trotzdem hatte das britische Pfund heute, also Cable, heute ordentlich zugelegt, ist über die 1,4060 gestiegen und könnte nun also sogar bis 1,4175 weiter steigen. Das ist schon beeindruckend, weil auch hier die Frage ist, warum eigentlich? Euro-britisches Pfund hat nachgegeben, das wäre ja noch wenigstens ein bisschen logisch, weil eben damit zu rechnen ist, dass die EZB in der nächsten Woche weitere Lockerungsmaßnahmen beschließen wird. Darauf hoffen zumindest die Marktteilnehmer. Ob die EZB dann tatsächlich das liefert, was die Marktteilnehmer erhoffen, das wird dann wirklich spannend. Also der Tag selber, der kann Überraschungen bereithalten dann in der nächsten Woche, wenn die EZB, ich glaube am 10. März war es, ihre Entscheidung trifft. Da kann es wirklich heftige Überraschungen geben. Schauen wir einfach mal. Heute hat erstmal die Unterstützung hier im Euro-Britischen Pfund bei 0,7695 gehalten. Wir sehen, das wäre auch gar nicht so dumm, wenn sie weiterhin halten würde, denn ansonsten droht ein weiterer Absturz und dann können wir eventuell sogar auf den Dreifachboden zurückfallen bei 0,7725. Noch ist das aber nicht soweit. Schnell noch ein bisschen Politik hier. Die EU-Kommission hat Griechenland Notkredite zur Bewältigung der Flüchtlingskrise bewilligt. Warum hat die EU eigentlich nicht einfach Geld überwiesen für Griechenland? Es ist schließlich nicht Griechenlands Flüchtlingskrise, sondern eine Flüchtlingskrise der Europäischen Union. Nun, das ist ganz einfach erklärt. Das war kein böser Wille der EU-Kommission, sondern die EU-Kommission hat einfach kein Geld in ihrem Budget dafür. Deswegen hat die EU-Kommission jetzt auch 700 Millionen Euro Nothilfe beantragt als Nachtragshaushalt. Das müssen allerdings erstmal das Europäische Parlament und die Staaten, also die Parlamente in den Staaten, bewilligen. Schauen wir mal, wie viel den Europäern noch die Solidarität mit Griechenland wert ist. Der Internationale Währungsfonds warnt übrigens, dass Griechenland im März die Kredite nicht zurückzahlen könnte. Denn die Flüchtlingskrise belastet die Haushalte, also hier ist dringend Hilfe gefragt von Europa, denn die Flüchtlingskrise geht uns alle an, egal ob wir nun Flüchtlinge aufnehmen wollen oder nicht. Sie sind nun mal da, auch wenn sie erstmal jetzt in Griechenland sind. Spaniens Sozialistenchef Pedro Sanchez ist bei der Kandidatur als Ministerpräsident vor dem Parlament grandios gescheitert. 130 waren für ihn als Ministerpräsidenten, 219 dagegen. 2 Monate es sind seit den Parlamentswahlen vergangen und es gibt immer noch keine neue Regierung in Spanien. Auch Spanien ist ja durchaus ein Land, das große Herausforderungen zu stemmen hat. Zum Beispiel ist ja jeder vierte Spanier arbeitslos. So ganz nebenbei. Damit schnell mal einen Blick auf den morgigen Tag. Der Zeitschienen-Dienstleistungseinkaufsmanager-Index aus China, der wird uns in der Nacht erfreuen. Er ist nicht so wichtig wie der fürs produzierende Gewerbe, aber ein Blick lohnt sich auf jeden Fall. Immerhin, was ja schön ist, wahrscheinlich zumindest wird der Zeitschienen-Dienstleistungseinkaufsmanager-Index über 50 reinkommen. Also das Dienstleistungsgewerbe in China, das wächst immerhin noch. Das ist doch auch schon mal was.
Ansonsten Hauspreisindex Großbritannien und dann die Dienstleistungseinkaufsmanager-Indizes aus der Eurozone und aus Großbritannien und später dann der ISM-Dienstleistungsindex aus den USA. Das wird sehr wichtig. Einen Blick sollte man auch mal auf die Industrieaufträge schauen. Mal sehen, ob die Analysten da richtig liegen. Die erwarten nämlich für den Januar ein Plus von 2%. Da wären die USA schon ziemlich einsam, denn in den meisten Ländern sind die Industrieaufträge ja gesunken. Das war's für jetzt und für heute. Ich wünsche einen schönen Abend und eine gute Nacht.